Ja, willkommen, mein Name ist Dani Rollpier und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Boah, ist das wieder ein geiles Wetter hier, ne? Oh, in der letzten Folge haben wir das U-Boot gesäubert für diesen einen chinesischen Ghoul, war er, glaube ich. Und ja, ich bin hier in meiner Basis, hab leider noch nicht geschafft, einige meiner Waffen hier noch weiter aufzuballern. Zum Beispiel mein Fat Man, den könnte ich, glaube ich, noch weiter aufbauen. Und ich muss ein paar Sachen einlagern, merke ich gerade. Super. Ah, Strahlung. Ich fange hier in dieser Bude an, weil ich meinen Saufkumpan mal irgendwo anders hinschicken will. Und was nehmen wir jetzt hier? Das kann weg. Das kann jetzt auch weg. Und ja. Weil ich zu Rexford müssen wir ihn irgendwo hinschicken, hieß das doch, glaube ich. Und außerdem möchte ich noch zeigen, was ich noch so gemacht habe ausgehen. Und zwar, warum wiege ich immer noch so viel? Das benutzt man noch nicht, würde ich sagen. Irgendeine Pistole muss raus. Sonst wiege ich mal so viel. Aber ich habe, glaube ich, noch meine Dings an, ne? Meine Professorklamotten. Okay, hier. Weg damit. Und die Gasmaske habe ich auch noch. Verdammt. Rot, Matrosen habe ich auch noch. Der mir gar nichts gibt eigentlich. Geil. So, nein. Hab ich jetzt alles? Ja, gut. Dann nochmal weg mit der Gasmaske zum Beispiel. Matrosenhut und den Turmkopf dazu. So. Gut. Ich habe nämlich hier das mit den Reiserouten gemacht, weil ich mit dieser letzten Fähigkeit schon bekommen habe. Oder vorvorletzten, glaube ich, war das. Und zwar konnte ich jetzt zwischen verschiedenen Siedlungen Reiserouten machen. Man sieht jetzt hier, wenn ich L1 drücke, bams. Und das heißt jetzt eigentlich, dass ich hier die Sachen, die ich zum Beispiel hier habe, in meiner Rocket-Raststätte, die habe ich jetzt auch überall anders. Also meine ganzen Klamotten, meine, weiß ich nicht, mein Stahl, mein Holz und so, das ist jetzt überall in diesen Dingern, weil ich die alle miteinander verbunden habe. Und, na genau, das könnten wir ja noch machen. Das Landhaus an der Küste, da muss ich noch so Verteidigungsdinger bauen. Hab ich ganz vergessen, hätte ich auch aufs Bild machen können. Und ja, aber zuerst tun wir den Saufkumpan irgendwo hinschicken. Ey, Kumpel. Und dann soll ich noch irgendjemand mitnehmen. Ich glaube, ich habe gar keinen Begleiter gerade dabei. Möchten Sie lachen oder ein Getränk genießen? Guck, das Wetter an sich aus, als würde ich lachen. Erzähl mir einen Witz. Was sagt ein arbeitsloser Philosoph zu einem Philosophen, der Arbeit hat? Einen Hamburger mit Pommes, bitte. Ist Ihnen eher nach Gaumen oder nach Okay. Ich hab dich an Rufus Rubens in Good Neighbor verkauft. Hey, wer wagt es? Boah, schon wieder geil. Einfach so vom Himmel. Warum hab ich denn das hier? So, warte mal. Warte. Welcher ist jetzt der Böse hier? Hey, du was. Uff. Boah, legendärer. Glaubst du denn, was du. Ich komme gar nicht dazu, jemanden zu töten, weil die alle so schnell sind. Tja, fehlt jetzt vermutlich schon wieder. Na, oh, schon wieder ja. Müll. Hey Kumpel. Schön, Sie wieder zu sehen. Ist Ihnen nach einem kühlen. Ich hab doch gerade gesagt. Ich hab dich an Rufus Rubens in Good Neighbor verkauft. Verstanden. Starte Auslieferung an Mr. Rubens. Okay, gehst du jetzt dahin? Okay. Kann ich halt eigentlich auch mit meinem Begleiter machen? Normalerweise, wenn ich jetzt hier. Ach ja, da ist ein Patch gekommen von Fallout 4 und zwar weiß ich nicht, was alles da hinzugefügt worden ist, aber was schon mal hinzugefügt worden ist, was ich gemerkt habe, ist hier. Boah, es greift mich schon wieder jemand an.
Und zwar kann ich jetzt sehen, ob meine Siedler irgendwo was zu tun haben. Zum Beispiel hier, unassigned, das war Englisch, aber was soll's. Und das war vorher nicht da. Und jetzt kann ich sehen, welcher Siedler hier gerade was macht. Hier, meine Gefährten, die machen natürlich nichts, ist klar. Aber ja. Jetzt gut zu wissen, dass ich jetzt sehen kann, wer was macht. Apropos Begleiter, ich sollte vielleicht irgendjemanden mitnehmen. Wen nehmen wir denn mit? Wen haben wir denn noch? Nicht die Fähigkeit. Jeder Charakter hat hier so seine einzige Fähigkeit, wenn man irgendwie eine Beziehung zu denen maximiert. Da hätte ich gerne Brauchst du was? für alle eine Warte hier, mal eine McCree. Sekunde. Da bist du ja. Ich dachte schon, du hättest mich vergessen. Okay, komm. Komm, wir brechen auf. Bist du endlich zur Vernunft gekommen? Gut, komm mit. So, der macht sich auf den Weg nach den Dingens. Also dieser Roboter macht sich auf den Weg nach den guten Neubautypen. Und wir gehen jetzt erstmal questmäßig hier, wo war das hier? Hotel Rexford, ja. Hier. So, da jetzt die ganzen Vorräte jetzt überall gleich sind, also von Red Rocket Raststätte zum Beispiel jetzt auch da zur Verfügung stehen, kann ich da locker ein paar Geschütztürme bauen. Und ja, das ist perfekt. Was ich auch gemacht habe, ist in meinen ganzen Siedlungen erstmal hier, ja, weiß nicht, die Zufriedenheit erhöhen, also Schutz und sowas alles verteilen, Betten und so, damit hier kein Ausrufezeichen ist. Ich glaube, die Ausrufezeichen sorgen wir immer dafür, dass meine Siedlungen angegriffen werden. Und ja, wenn keins da ist, werden meine Siedlungen nicht angreifen. Deswegen hat auch, glaube ich, noch niemand irgendwie Sanctuary oder so angegriffen. Obwohl, das ist jetzt auch ein Ausrufezeichen. Aber da sind viele Leute, also pff. So, ich soll Verteidigungsanlagen anbauen. Hier, warte mal. Hier haben wir mal so einen Die Versorger, Leute glaube ich, müssen ne? Ne, abwechselnd der ist ein schlafen. Siedler. Das macht alle ein Der hat bisschen gar nichts zu tun, mürrisch. super. So, Betten 1, ja super, ist mir egal. So, jetzt gucken wir mal, ich zeig da mal ganz kurz. So, mit was ist denn das? Mit der Finch Farm ist der zum Beispiel noch nichts verbunden. Deswegen senden wir den jetzt zur Finch Farm. So wie ich das verstanden habe. Wo ist er? Da ist ein Versorger. Okay. Hier der. Drücken wir mal R1 und dann schicken wir den zur Finch Farm. So, und was jetzt passiert ist, dass der tut jetzt hier hin und her zwischen diesen beiden Siedlungen rennen und tut die ganzen Ressourcen dann verbinden. Aber da das schon mit allen anderen Sachen hier verbunden ist, ist das eigentlich vollkommen egal. Und anderes weiß ich nicht, was ich mit dem machen soll. Du kannst zum Beispiel zur Kinderkrippe gehen. Weil, weiß ich nicht. Ich glaube, die können auch auf dem Weg dahin sterben. Und dann ist die Versorgungsroute weg. Deswegen tue ich hier einfach alles miteinander verbinden. Damit ruhig ein paar hier verrecken können. Weiß ich nicht. Ja, solange, wenn der jetzt zum Beispiel stirbt, der hier auf dem Weg ist, dann sind immer noch ganz viele hier, die damit verbunden sind. Also ist ja kein Problem. So. Immer unnötig komplexe mal erledigt, weil auch nirgendwo im Spiel erklärt wird. Das kann alles online nachgucken natürlich. Dann tun wir jetzt mal ein Verteidigungsanlagen hier anbringen. Und jetzt habe ich die ganzen Sachen, die ich in all meinen Siedlungen habe, hier zur Verfügung. Das heißt, ich kann jetzt hier auch theoretisch alles bauen. Bei meiner Red Rocket Raststätte habe ich alles Mögliche immer eingesammelt und jetzt muss ich zum Beispiel nicht immer Ressourcen davon nehmen und in einer anderen Siedlung mitnehmen. Und dann, ja, kann ich halt erst bauen. Erstatte Pam-Bericht, okay. Stimmt, die ist in der Hauptquartier von dem Dingens hier. In der Railroad. Boah. Autobahnkreuzung, Mastpike. Was ist das nochmal für eine Mission? Keine Ahnung. Gehen wir jetzt mal zu ihr. Also ihr Roboter. Und geben ihr die Mission ab.
Und hoffentlich tun die jetzt nicht auch die ganze Zeit doppelte Missionen geben, wie der eine Typ. Der Preston, der mir andauernd Missionen geht, andauernd. Wiederholbare auch noch. Ich hasse es, wenn man einfach so Missionen immer hat. Hey, da muss ich den Typen aus dem Weg gehen anscheinend. Und ich hoffe, die haben das auch gepatcht mit Paladin Dance, dass ich jetzt die Mission abgeben kann oder so. Ich weiß nicht, was in dem Patch jetzt alles da drin war, aber ich habe bis jetzt nur das mit den Siedlern hier bemerkt. Wenn man erkennen kann, ob die beschäftigt sind oder nicht. Also ja. Setze Mensch-Maschine-Interface auf 100%. Guten Abend, Agent. Laut meinen Daten wurde Unterschlupf Mercer eingerichtet. Belohnung erteilt. Weitere Hilfe wird benötigt. Ich habe den Standort eines Geheimverstecks für verdeckte Operationen. Oh, na, jetzt dort geht das hier auch noch los. Ausrüstung, die unsere Organisation benötigt. Die Railroad-Anführerin hat sie gebeten, das Geheimversteck vor Feinden in der Umgebung. Klingt genau wie für die Minutemans hier. Was ist denn diesem Geheimversteck? Der Inhalt ist geheim. Wenn das Geheimversteck jedoch gesichert wird, erhöht dies die Effektivität unserer Organisation um 2%. Achtung, Fehlerspielraum 3%. Das Geheimversteck also 0. ist verborgen, gemäß taktischer Gegenüberwachungsprotokolle. Mit diesem RFID-Gerät finden und entriegeln Sie das Versteck, sobald Sie in der Nähe sind. Nett, hört sich nach Hightech an. Korrekt. Das Versteck gehörte der Defense Intelligence Agency. Die technologischen also viele starke Roboter, ne? Waren fortgeschrittener als die zahlreicher Regierungsabteilungen. Sie müssen das Versteck nur sichern. Die Ausrüstung werden von Booten abtransportiert. Beendet Mensch-Maschine. Das klingt schon wieder nach so wiederholbaren Sachen. RFID-Gerät. Ja, machen wir es einmal. Jackpot zerstörter Wolkenkratzer. Okay. Erstmal nach Good Neighbor und geben die andere Mission noch ab. Who goes there? Also aber schon mal kurz mein Level up und dann kann ich auch. Ich habe schon geguckt, welches Perk ich mir nehmen kann. Dann nehme ich nämlich das für bessere kritische Treffer. Damit meine kritischen Treffer jetzt 40% mehr Schaden anrichten, anstatt, ich glaube, jetzt 20 oder 30. Also ja, sehr geil. Kann ich auf Level 40 endlich hochleveln. Dann werde ich langsam, aber sicher immer gefährlicherer. So. Warte mal, nehme ich hier. Das Hotel. Das Problem ist jetzt natürlich, der könnte jetzt immer noch, ja. Der ist immer noch da. Dann gehen wir da ein, okay. Noch erst die andere Mission, also bis der da angekommen ist, dauert wahrscheinlich noch eine halbe Ewigkeit. Bleibt mir durch die Faktoren, wie beispielsweise Helligkeit, erzeugter Lärm, Kleidungsgewicht und die Sichtlinie deiner Gegner. Aha, okay. Also mit so einer Powerrüstung schleichen geht schon mal nicht. Aber Agilität hat doch auch was damit zu tun, ne? Jo. Jo. Weiß jetzt nicht, ob das am Patch liegt, aber ich habe irgendwie auch schon ein neues Bild gesehen hier. Und irgendwie mit den einen Perk zusammenhängt, wo man mit einer Powerrüstung jemanden rammen kann. Hab ich noch nicht gesehen. Also, ja, deswegen könnte das vielleicht sein. Warte mal, Terminals eine neue Anzahl von der Geschütze zu steuern. Okay. Ich habe schon so zwei Mega-Hack-Zeitschriften und ich habe bis jetzt nicht herausgefunden, was die machen. Ich habe irgendwie einen Source-Code für ein Dingens bekommen, für ein Protektron. So, das war abgeschlossen, also vielleicht darin schon gewesen sein. Ah, hi. Was? Sag nicht, ich muss in den Turm rein, da war ich schon drinne. Dann muss ich mal kurz gucken. Meine Munition wird langsam alle. Nee. Was? Boah, gerade als ich... McCready tötete die.
du ein. Wie, ich kann auch schlagen, ja. Okay. Von Kanalen habe ich die Schnauze voll. Okay, das ist aber nicht der Trinity Tower, wo ich rein muss. Dann ist er gar nicht der Trinity Tower, glaube ich. Ne? Mein Scheinwerfer kann man doch, glaube ich, kaputt machen, ne? Ha! Bringt man sowieso nichts, vielleicht sowieso von jedem entdeckt, aber... Waffe entsichern. Ich glaube, wir haben Gesellschaft. Was hast du denn für eine Waffe? Orange Strahlen, wo lag da dann dem Ding an mir? Oh Gott. Neben... Na, eine Nachtsicht. Wo ist die denn ganz schnell? Oh, oh, was? Da war eine Kuh. Da ist jetzt die Kuh. Oh, ich habe schon ganz vergessen, wie stark die Waffe hier sein kann. Hier ist ein Bett. So. Oh Gott. Puff. Oh, da war die. Oh Gott. Ich schnauze voll von gern an. Verdammt. Bist du? Ah, danke. Hatten die was Brauchbares dabei? Nein. So, kann ich irgendwo rein? Das noch ein Dingen. Ist noch ein Geschütz. Oh. Zum Glück bin ich nicht da reingegangen. Da kann man rein. Joe's Bockkicks, was? Ich bin schon wieder so verlockend hier. Geh mal da rein. Ja, komm. Machen wir einfach. Wir sind so kurz vorm Level Up wieder. Man muss ja halt ein bisschen random sein. In jedem zweiten Part. Hm. Oh Gott. Was zum... Hey. Oh. Hi, na? Oh Gott, der hat einen Raketenwerfer, oder? Ich meine, der hat einen Raketenwerfer. Oh nein. Schon Granate, ja. Was ist das? Verdammt! Ja, die haben eine Splittergranate. Boah, die sind mit, die mit ihren Seitenschritten, ne? Seitenschritt. Alter. Alter, hörst doch auf damit. Ich kann während des Schießens nicht sehen, ob du weg bist oder nicht. Boah. Oh mein Gott. Duell. Oh Gott, der macht Schaden. Der macht Schaden wie blöd. Einer. Oh Gott. Und
Feuer aus. Sehr gut. Danke, mysteriöser Fremder. Schon lange her, hat er mal aufgetaucht, dass er noch jemanden erschossen hat. So, okay. Will ich mal sehen, ob der oben wirklich einen Granatwerfer hat, Raketenwerfer. Und ich mich mehr oder weniger gerettet habe. Ja, das finde ich irgendwie sehr doof. Charaktere sind viel zu eigenständig. Also du hast gerade den Kampf auf Leben und Tod gemacht, eine Sekunde später setzen sich hin. Weiß ich nicht, das ist... Haben die wirklich so hohe Prioritäten, was das Sitzen angeht, oder wie? Also die Gefährten wurden anscheinend nicht gepatcht. Nix. Ich esse nicht. War noch nicht mal gelogen. Habe ich überhaupt hier jemals was gegessen? Und wenn dann nicht, um irgendwie AP oder so zurückzubekommen oder so. Ich habe in Fallout 3 auch noch nie gemacht. Da bringt es halt nicht. Ich glaube in Fallout, ja, der hat den Raketenwerfer. Fallout New Vegas irgendwie mit einem Schwierigkeitsgrad zusammen, ob man essen oder trinken musste, glaube ich, weil man dehydrieren konnte und so. Dann hätten sie ja auch noch einpacken können. Wäre das Spiel zwar noch elendig schwieriger, aber was soll's. Nee. Ja, schon fertig. Nee, das ist ein Magazin, glaube ich. Nee. Ich dachte... Hostel Square. Ja, warte. Ich weiß aber nicht, das Gebiet, wo ich... Ja, okay, das Gebiet da draußen heißt, glaube ich, so. Ja, okay, das ist jetzt nicht verzeichnet, wahrscheinlich. Also, man kann hier noch irgendwo hoch oder so. Anscheinend nicht. Okay, dann wieder raus. Machen wir wieder, was wir auch immer vorhatten. Ich habe schon längst wieder vergessen, was wir vorhatten hier. Ach ja, hier, für die Pam. Ja, diesen Jackpot-Dingen machen. Da kommt davon, wenn man sich so ablenken lässt von jedem einzelnen Ort. Das ist immer alles so verlockend. Wenn das nicht auf der Karte verzeichnet ist, muss ich da so oder so rein. Dann beim nächsten Mal finde ich das wieder nicht. So, da ist es irgendwo. Lass mal sehen, ich mag diese Ecke hier echt nicht. Hier sind immer viele Supermutanten und so. Red Rocket. Rocket 69, Rocket. So, ist irgendwie so ein Lied hier. Boah, ich wusste das. So, wir gehen mal hier hoch. Das sieht sicher aus. Bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht... Schluss mit lustig! Ja, pff. Ja, wir müssen mal sogar hoch. Ja, sieht richtig aus. Raider, komm auch noch. Ganze Party hier. So, das Gelände kommt mir wahrscheinlich im... Ja, was soll's. Ah, ich habe Angst, gegen das Geländer hier zu schießen. So. Mal, Auto geht nicht kaputt. Natürlich geht das Auto nicht kaputt. Immer wenn ich plane, irgendwie so ein Auto zu benutzen, zum Explodieren, klappt das nicht. Man kriegt schon wieder Fasch. Ja,
Was? Hey! Machst du ihn hier? Geh weg. Ich bin auch noch platt. Oh, kein Bock. Ja, kein Bock. Ich gehe jetzt einfach hier hoch und du kannst nichts dagegen machen. Außer mir zu folgen. Also, ich habe ja gerade ein paar Raketen mitbekommen. Zurückbekommen. Also, ich wollte schon sagen, der ist mir echt hier reingefolgt. Aber mal ein Gunner. Ja, warte mal, das war ein Gunner. Nein! Oh, was? Hey. Die kann man jetzt nicht von draußen, die XP. Oder? Ich glaube, außerhalb geht das Spiel doch gar nicht mehr weiter. Ich kann nicht vorstellen. Alter! Ich glaube, ich weiß, warum ich so viel Schaden von dem bekomme, weil ich keine Strahlen, Laserresistenz habe, Energieresistenz. Ich habe nur Schadenresistenz, wie blöd. Oh, sehr gut. Oh, nee. Oh ja, der macht mich platt. So, jetzt auch mutig her, ey. Hör auf, mich die ganze Zeit zu verfolgen. Mein Gott, wie gierig der ist auf mich. Ich bin klüger. Hier. McCready. Mach. Fass. Ich weiß nicht, dass ich das überlebt habe. Oh, meine Dingens, die macht viel kritischen Schaden. Uff, sehr gut. Jetzt töte ihn. Oh, seine Waffe fallen gelassen. Okay. Beweglichkeit und Wahrnehmung. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, machen wir den Rest ja auch noch platt und dann machen wir Schluss heute. Was, die jetzt hat schon? Ja. Yeah. Du bist ein Gunner, ich müsste ja Gunner schreien. Oh, Entschuldigung. Ja, aber noch einen gesehen irgendwo auf dem Hut. Hut. Na egal. Ja, ich mache jetzt hier Feierabend. Wir sehen uns dann, sag ich doch, hier ist irgendwo einer. Da. Noch ein über mir, okay. Würde ich sagen, ich beende bei dir und wir sehen uns halt in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!